Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gucken wir uns an. Wir fangen nämlich jetzt nach und nach erstmal mit den Basics an, weil ich weiß, dass jetzt viele mit dem Lernen beginnen. Entweder für das Studium, was im Oktober beginnt, oder für die Medizinertest. Deswegen holen wir nochmal die ganzen Basics nach. Und da beginnen wir heute mit dem ST, VT und AT-Diagramm. Viel Spaß! So, und dann schauen wir uns als allererstes für eine gleichförmige Bewegung die ganzen Diagramme an. Aber erstmal gucken wir, um dich ein bisschen zu motivieren, wofür brauchst du das überhaupt? Das ist nämlich auch ein bisschen wichtig für dich, damit du auch Lust hast, mit mir gemeinsam Physik zu lernen. Deswegen nehmen wir uns hier mal dieses wunderschöne Auge. Und was fällt in das Auge rein? Licht, elektromagnetische Welle, das wirst du auch noch lernen, falls du es noch nicht gelernt hast. Und das Licht breitet sich gleichförmig aus, das heißt mit einer gleichen Geschwindigkeit zu jeder Zeit. Genauso können wir annähernd das Fließen von Blut, Nervenleitgeschwindigkeit, Röntgenstrahlung, Ultraschall auch als gleichförmige Bewegung beschreiben. Genau, was ist nämlich das Wichtige bei einer gleichförmigen Bewegung? Kannst du mal überlegen, was ist da das Wichtige bei einer gleichförmigen Bewegung? Also mit der Geschwindigkeit und mit der Beschleunigung. Also was gilt bei einer gleichförmigen Bewegung? Kannst du mal kurz, wenn du es weißt, perfekt. Wenn nicht, gehen wir es jetzt gemeinsam durch. Und da habe ich mal als Beispiel genommen, wir fahren mit dem Auto mit einer konstanten Geschwindigkeit von Gießen nach Wien. Wir haben keinen Stau, keinen Verkehr, keine Ampeln, alles perfekt und eine gerade Strecke. Von Gießen nach Wien. 800 Kilometer sind das ungefähr. 800 Kilometer. Das heißt, bei einer gleichförmigen Bewegung wissen wir schon mal, Geschwindigkeit ist konstant. Beschleunigung, wenn wir jetzt mit dem Auto fahren von Gießen nach Wien, wir sagen, wir fahren 120 durchgängig, 120 km/h. Wir fahren los 120, 120, 120, kommen an, fahren die ganze Zeit 120 km/h, also konstante Geschwindigkeit. Was heißt das dann für die Beschleunigung? Wie groß ist die Beschleunigung? Null. Yes. Jawohl. Das wird noch was mit der Physik und mit dir. Sehr gut. 0 Meter Sekunde Quadrat. Perfekt. Wenn du schon wusstest, gute Wiederholung. Also, wir starten in Gießen. Das heißt hier, mache ich mal GI. Und wir fahren erstmal bis hierhin. Sagen wir mal, die ersten 400 Kilometer sind wir jetzt hier. 400 Kilometer. Dann fahren wir weiter bis nach Wien, die nächsten 400 Kilometer, also hier sind wir dann bei 800. So, und wir haben uns die ganze Zeit gleichförmig bewegt. Und jetzt siehst du, wenn ich hier diese Punkte verbinde, was haben wir dann? Genau, was ist noch in deinem Hinterkopf? Ich weiß nicht, ob du lange aus der Schule raus bist. Dann wiederholen wir das nämlich gleich auch nochmal, je nachdem, wie lange das bei dir her ist. Wenn nicht, ist alles gute Wiederholung, ne? Wiederholung macht den Meister, die Meisterin, deswegen perfekt. Wir sehen, es ist eine Gerade in einem ST-Diagramm, Strecke, Geschwindigkeit, Strecke, Zeit, Geschwindigkeit, Zeit, Beschleunigung, Zeit. Dann schauen wir, guckst du in deinem Gehirn irgendwo hinten drin, Geradengleichung, lineare Funktion, Mathematik, nämlich auch hier wichtig, ne? Mathematik, Sprache der Physik, also die Basics musst du auf jeden Fall beherrschen. So, und da war y ist gleich mx plus b. Wenn du kx plus d oder irgendwas anderes hattest, ist egal. Hauptsache, du kennst diese Schreibweise, ne, einer geraden Gleichung. So, und da war ja hier, das m war die Steigung. Das b, na, weißt du noch, was das b war? Das war Schnittpunkt mit der y-Achse. Und das x setzt man ein, ne? Also man setzt in die Funktion einen x-Wert ein und spuckt einen y-Wert raus. Genauso wie hier, ne? Man setzt in die Funktion dann einen Zeitpunkt ein und das spuckt einen Ort aus. Und wie heißt diese Funktion hier? S ist gleich v mal t. Und da sehen wir, dass genau dieser Teil hier der Geradengleichung, y, diese Achse, v, das ist nämlich das Entscheidende, darauf wollte ich nämlich hinaus, deswegen mache ich das, v ist die Steigung.
Das heißt, in einem ST-Diagramm, die Steigung ist Velocity, Geschwindigkeit. Das ist genau wie hier Geradengleichung, also dieser Teil hier. Dann kann es sein, dass manchmal in Aufgaben, dass es hier oben beginnt, also dass du schon bei 400 startest, dann schreibt man hier manchmal noch plus S0, kommt aber eher selten dran. Also was wirklich wichtig ist, was du können musst, ist dieser Teil hier und dass du weißt, Steigung, Velocity im ST-Diagramm. Steigung im ST-Diagramm ist die Geschwindigkeit. Perfekt. Wenn du dir das merkst, wir machen nämlich gleich noch eine Beispielaufgabe, wenn wir das hier durchgegangen sind, dann siehst du, dass das alles super easy ist, wenn man das einmal verstanden hat. Also wir haben schon gleichförmige Bewegung, perfekt. Strecke, Zeit. Wir wissen, bei einer gleichförmigen Bewegung, Geschwindigkeit ist konstant, Beschleunigung haben wir nicht. Beschleunigung ist Geschwindigkeitsänderung. Und ich fahre ja die ganze Zeit mit 120 km/h, also ändert sich nicht. Ne? Perfekt. Jetzt gucken wir, wie würde denn der Graphen im VT-Diagramm aussehen? Da kannst du auch mal überlegen. Wenn die Geschwindigkeit konstant ist, dann würde das Ganze ja so aussehen. Einfach Steigung 0, eine Gerade, weil V ist konstant. Und in dem Fall, ne, habe ich ja gesagt, wäre es 120 km pro Stunde zu jedem Zeitpunkt. Also egal, wann ich gucke, auf den Tacho immer 120 km/h. Ne? Das ist das Typische bei einer gleichförmigen Bewegung. Das dann hier auch bei der Röntgenstrahlung, Ultraschall, Nervenleitgeschwindigkeit, Blutfließgeschwindigkeit. Immer eine konstante Geschwindigkeit. Und dann darfst du auch nur, das ist nämlich das Entscheidende, nur diese Formel nehmen. Ne? Keine andere. Nur diese eine Formel darfst du dann benutzen, wenn V konstant ist. Keine andere. Ganz wichtig, ist nämlich auch ein häufiger Fehler. So, und dann AT-Diagramm. Wir wissen ja, keine Beschleunigung. Das heißt, der würde hier unten auf der Achse quasi sein, bei 0. Ne? Also bei 0 Meter Sekunde Quadrat, weil wir keine haben. Genau, das heißt, wenn du hier diese Graphen dir merkst, Steigung im ST-Diagramm ist die Geschwindigkeit, das auf die Geradengleichung dir nochmal anguckst und verinnerlichst, dann hast du heute schon ganz viel gelernt. Und ob du es wirklich verstanden hast, gucken wir uns gleich in der Übungsaufgabe an. Jetzt testen wir dein Wissen, beziehungsweise du kannst dein Wissen überprüfen. Schau dir die Aufgabe einmal an, kannst dann gerne Stopp drücken und dann gehen wir gemeinsam die Lösung durch. Kannst es ja erstmal alleine versuchen. Johannes läuft beim Unisport eine Strecke von 400 Meter in 40 Sekunden. Wie groß ist dabei die Durchschnittsgeschwindigkeit von Johannes? Dann hast du hier A, B, C, D, E. Das sind typische Altfragen für einen Medizinertest oder auch für eine Prüfung im Studium. Also relativ simpel. Man muss sich eine Formel auf jeden Fall heraussuchen, benutzen und dann berechnen, einfach einsetzen. Und da gibt es dann ein paar Sachen, die man beachten muss. Also es kann natürlich auch noch wesentlich schwieriger werden. Aber wenn man das Prinzip einmal verstanden hat, kannst du das auch auf schwierigere Sachen anwenden. Also, erstmal übersetzen wir uns natürlich diese Aufgabe, weil die Texte, gerade IMPP-Aufgaben, sind so lang, aber nur so wenig Informationen drin. Deswegen ist wichtig, dass wir uns da erstmal die Infos rausholen. Läuft beim Unisport eine Strecke von 400 Meter. Das heißt, hier am S ist gleich 400 Meter. Haben wir schon mal herausgefunden in 40 Sekunden. Das heißt, die Zeit ist auch 40 Sekunden. Dann würde ich immer, wenn du es weißt, wenn du es schaffst, es geht hier um eine Durchschnittsgeschwindigkeit. Hier ist nichts mit einer Beschleunigung. Jetzt, da du weißt, wie das Video heißt, weißt du es natürlich. Aber wenn dann gemischte Aufgaben kommen, sieht man es nicht immer sofort. Deswegen gibt der Aufgabe auch direkt eine Überschrift, wenn da nichts steht. Das ist nämlich eine gleichförmige Bewegung. Und dann guckst du auf dein Formelblatt oder in deinem Kopf, je nachdem, was du für eine Prüfung hast, was du dann für Formeln kennst. Also gesucht ist V, die Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit. So, der nächste Step immer, den man macht, ist, okay, jetzt, welche Formeln kennst du, welche darfst du benutzen? S ist gleich ein halb AT Quadrat, nerd, weil da ist eine Beschleunigung drin. V ist gleich A mal T, nerd, da ist eine Beschleunigung drin. Gleichförmige Bewegung, S ist gleich V mal T. Yes, die dürfen wir benutzen, keine andere. S ist gleich V mal T. Dann haben wir es im Prinzip schon. Also geht das immer bei Physikaufgaben so durch. Ne? Das dauert vielleicht ein bisschen länger, aber du machst da keine Fehler.
und auch die Einheiten immer darauf achten. Ne? Ist das alles richtig umgerechnet? Also Einheiten umrechnen musst du auf jeden Fall beherrschen. Der nächste Skill, den du beherrschen musst, ist Formeln umstellen. Das heißt, V ist gleich S durch T. Das musst du natürlich können. So, und dann haben wir die Strecke. Das waren ja die 400 Meter. Geteilt durch die Zeit, 40 Sekunden. So, und die Aufgaben sind meistens so, dass du nicht irgendwelche Wurzeln im Kopf lösen musst. Also musst jetzt kein Weltmeister werden im Kopf rechnen, sondern die sind meistens relativ easy. Und hier, ne, haben wir 0, können wir rauskürzen, und hier 1, also 10 Meter pro Sekunde. Das ist die Durchschnittsgeschwindigkeit, also Strecke geteilt durch Zeit. Haben wir die Durchschnittsgeschwindigkeit. So, jetzt guckst du, das ist nämlich typisch. 10 km/h ist es nicht, weil du musstest auf die Einheiten achten, ist Meter pro Sekunde. Das heißt, häufig kommt es nämlich vor, dass du nochmal umrechnen musst, ganz am Ende. Und da brauchst du natürlich hier den Umrechnungsfaktor von Meter pro Sekunde in km/h. Und der lautet, weiß nicht, ob du den kennst, hier steht M mal 3,6, also 36. Hier steht Km, also kein Mal, das heißt geteilt durch 3,6. Also von Meter pro Sekunde in km/h mal 3,6, von km/h in Meter pro Sekunde kein Mal, also geteilt durch 3,6. Und damit haben wir das Endergebnis und damit ist die Antwort D korrekt. Genau, also solche Aufgabentypen musst du unbedingt beherrschen. Und gerade hier die ganzen Skills, Einheiten umrechnen, Formeln umstellen und dann ganz am Ende nochmal eventuell umrechnen. So, dann schauen wir uns direkt die nächste Aufgabe an. Die zweite Übungsaufgabe, und die kannst du auch wieder durchlesen und dann erstmal selbst überlegen. Ein Rettungswagen bewegt sich gemäß Weg-Zeit-Diagramm, diesen hier, Weg-Zeit, in welcher der eingezeichneten Punkte 1 bis 4, 1, 2, 3, 4, ist die Geschwindigkeit 0. Zero. Genau, kannst du mal überlegen. Entweder A, 1, 3 und 4, B, 1, C, 2 und 4, D, 3 und 4, E, 1 und 3. So, wir gucken, du erinnerst dich an das, was ich gesagt hatte. In einem ST-Diagramm entspricht die Steigung der Geschwindigkeit. Wenn also die Steigung so ist, waagerecht ist, heißt das auch, dass die Geschwindigkeit 0 ist. Wir müssen also eigentlich nur nach so waagerechten suchen, dann ist die Geschwindigkeit nämlich konstant. Dann gucken wir, Geschwindigkeit konstant, hier, wir gucken, Geschwindigkeit no, hier ist ja, hier fährt es schnell rückwärts, dann wird es ein bisschen langsamer, und hier ist wieder 0, also hier bei 3, dann wird es wieder schneller, und hier wieder Geschwindigkeit 0. Das heißt 1, 3 und 4 und damit ist die Antwort A richtig. Also muss gucken überall, wo es waagerecht ist. Wir gehen mal den Bewegungsablauf. Wo habe ich es? Hier. So, die Ente bewegt sich jetzt nach diesem Weg Zeitdiagramm. So, steht. So, fährt rückwärts. Mit konstanter Geschwindigkeit rückwärts. Wird dann langsamer. Steht. Hier im Punkt 3 steht, wird dann nach vorne wieder schneller, wird hier wieder in dem Bereich langsamer, fängt hier an zu stehen und hier geht es dann langsam wieder rückwärts und hier fängt es wieder steht. So, ich hoffe, es war klar. Du konntest das nachvollziehen. Wenn nicht, guck dir das Video nochmal an, ne? Geht das nochmal durch, weil das ist wichtig, dass man einmal die Graphen verstanden hat, ne? Dass die Steigung, was das bedeutet, wo sich das befindet, wie bewegt sich dieses Objekt gerade. Das dauert einen Moment, das ist nicht offensichtlich, musste ich früher auch erstmal gucken, was ist hier gemeint. Hier ist die Strecke, ne? Man darf das halt nicht verwechseln, dass sich das hier bewegt, weil hier steht es die ganze Zeit bei 10 Meter zum Beispiel und da bewegt sich nichts. Die Zeit streitet voran, hier ist ja die Zeit, aber es ist an derselben Stelle, ne? Und hier, oh, jetzt bewegt sich es nach hinten, also rückwärts und so weiter, ne? Dass du das alles nachvollziehen kannst. So, dann hoffe ich, dass dir dieses Video weitergeholfen hat. Gerade für den Einstieg wieder in die Physik ist das optimal. Wenn dir noch Grundlagen fehlen, sowas, was man für die Physik immer wieder braucht, Formeln lesen, Formeln umstellen und Einheiten umrechnen, dann empfehle ich dir, das haben mittlerweile, halt dich fest,
über 2000 Leute schon durchlaufen, mein gratis Power-Seminar. Da findest du den Link unten, da kannst du dich eintragen, bist dann auf meiner Lernplattform. Das alles for free, das ist quasi noch ein Geschenk von mir für euch, dass jeder diese Grundlagen auf jeden Fall einmal drin hat. Und dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg weiterhin. Wenn du noch weitere Videos gucken möchtest, dann würde ich dir als nächstes empfehlen, gleichmäßig beschleunigte Bewegung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Ich bin Robert, dein Physikcoach. Ciao!